MacGuffin. Kein Schatz ist so süß wie dieser. Aus! Aus! Oh, das geht so nicht. Was? Das S. Welches S? Mein Gott, ich merke das noch nicht mal. Sehr süß, wirklich. Ja, es ist wirklich sehr süß. Was denn? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein, nein, alles bestens. Kurze Pause, dann drehen wir die Einstellung noch mal. Ihr habt's gehört, in 15 Minuten geht's weiter. Wir müssen die umbesetzen, Gordon. Sag mal, hast du das denn beim Casting gar nicht gemerkt? Im Notfall synchronisieren wir sie eben nach. Das wird schon. Sie ist nur ein bisschen gehemmt und nervös. Ja, wegen mir jetzt, oder was? Krieg dich wieder ein, Zoe. Du produzierst die Muffins, ich vermarkte sie, okay? Brauchen wir denn diesen ganzen Aufwand überhaupt? Ich meine, unsere Läden laufen doch auch so super gut. Und damit das auch genauso bleibt und wir unseren Umsatz vergrößern, ja, brauchen wir Werbung. Wir waren uns beide einig zu expandieren, nicht wahr? Waren wir? Ich hab dir gesagt, du sollst auf die 4 setzen. Die Quote stand 1 zu 10, Desmond. Kannst du mir 50 Pfund leihen? Geld und Freundschaft, das verträgt sich nicht, das weißt du selbst. Aber ich, meine Firma hätte einen Job für dich. Da sind weitaus mehr als 50 Pfund drin. Ich schreibe keine Doktorarbeit für unbegabte Akademiker, die so blöd sind, dass sie einen Ghostwriter brauchen. Wie du willst, ich kann es dir nur anbieten. 20 auf Rainbow. Ich denke, du hast deinen Zweitjob aufgegeben und Scientific Research stillgelegt. Heutzutage muss man auf 2 Beinen stehen. Bei einer Buchmacherei alleine kann ich nicht leben. Ach ja? Was macht denn eigentlich dein Prozess? Du hast wirklich ein Riesentalent, einen Tag zu vermiesen, weißt du das? Hast du keine Vorlesung in der Uni oder so? Schön brav, Sir Isaac. Was haben Physik und Sex gemeinsam? Beide können interessante Ergebnisse hervorbringen. Das allein ist aber nicht der Grund, warum wir Spaß daran haben. Willkommen in der Vorlesung über klassische Mechanik. Ich bin Professor Owen Blyton. Der Betrag der Kraft zwischen 2 Massepunkten. Die Kraft ist gleich die Größe mal dem Produkt der beiden Massen geteilt durch deren Abstand im Quadrat. Wobei die Größe g die Gravitationskonstante ist. Das ist der Beginn der mathematischen Formulierung, so wie Sir Isaac Newton sie 1684 erstmals veröffentlicht. Wir sind soweit. Wir drehen jetzt weiter. Alles auf Anfang. Vielleicht lasse ich dich das hier lieber doch alleine machen. Ich wollte sowieso noch zu Harriet, wenn wir schon mal in der Gegend sind. Gute Idee. Können wir? Wissen Sie, was ich mich frage? Sie werden es mir bestimmt gleich verraten. Wie kann sie die backen? Wer? Die Meerjungfrau. Ihre Küche steht doch immer unter Wasser. Ja. Erheben Sie sich für die ehrenwerte Richterin Lady Harriet Hunt. Sie lächelt. Das ist ein gutes Zeichen. Halt dich zurück. Sie können sich setzen. Und sind die Geschworenen zu einem Urteil gekommen? Ja, Euer Ehren. So wie es sich uns darstellt, handelt es sich beim Titelhandel um eine juristische Grauzone, die der Angeklagte geschickt zu seinem Vorteil genutzt hat. Im Betreiben der Firma Scientific Research sehen wir daher keine Straftat, auch wenn es moralisch mehr als fragwürdig ist. Was jedoch den Vorwurf der Steuerhinterziehung betrifft, halten wir den Angeklagten für schuldig. Danke. Dann lege ich hiermit das Strafmaß fest. Da Mr. Foster ein bisher unbescholtener Bürger ist, sehe ich von einer Haftstrafe ab. Der Angeklagte hat die hinterzogenen Steuern einschließlich der Zinsen zurückzuzahlen und wird zu einer Bewährungsstrafe von 6 Monaten verurteilt. Mr. Foster? Ich gebe Ihnen noch eine Chance. Nutzen Sie sie. Quid pro quo. Sollten Sie sich in dieser Zeit noch irgendetwas zu Schulden kommen lassen, wird die Bewährung auf der Stelle aufgehoben. Danke, Madame.
Die Sitzung ist damit beendet. Ist noch etwas, Mr. Foster? Haben Sie heute Abend schon was vor? Wollen Sie lieber doch ins Gefängnis? Wenn Sie nicht alles mitbekommen haben, dann können Sie sich die Vorlesung auch online ansehen. Bis nächste Woche dann. Sir Isaac? Sir Isaac! Owen, was machst du schon hier? Ich denke, du bist in der Uni. Sir Isaac ist weg. Irgendein Idiot hat die Leine. Rose, was machst du hier? Ich räume deine Sachen aus. Du tust es ja nicht. Das ist mein Haus. Unser Haus, das der Richter mir zugesprochen hat. Du willst schon seit 2 Monaten ausziehen. Wo soll ich denn hin? Gibt's Probleme, Schatz? Sir Isaac kommt mit mir. Mach dich nicht lächerlich, Owen. Das ist Dobnathan. Ich zeig dich an, Bill. Das Gericht hat ebenfalls entschieden, dass Sir Isaac mein Hund ist. Ich habe ihn gekauft. Und dich nie gekümmert. Ich habe ihn aufgezogen. Die Scheidung ist für ihn sicher genauso traumatisch wie für dich. Willst du, dass er auch noch seine gewohnte Umgebung verliert? Rose, lass mir den Hund. Wenigstens den Hund. Wir haben uns doch mal geliebt, bevor du auf diesen... Nur zu, Owen. Lass alles raus. Geldgeilen Karrieristen reingefallen bist. Aus dir hätte auch was werden können, Owen, wenn du nicht so ewig an deiner Doktorarbeit gesessen hättest. Du kannst doch nicht mal das Futter für den Hund leisten mit dieser kleinen Unistelle. Wir haben das zigmal diskutiert. Ich wäre unter Umständen sogar bereit, dir ein Besuchsrecht einzuräumen. Ein Besuchsrecht? Owen, es ist besser so. Andere Mütter haben auch schöne Hunde. Ich will keinen anderen. Und was sagt dein Anwalt? Vielleicht solltest du zu meinem wechseln. Noch juristisch habe ich überhaupt keine Chance. Du willst dir das also alles bieten lassen? Nein, natürlich nicht. Das werden sie bereuen. Rose war nie die richtige Frau für dich. Warum hast du nicht was früher gesagt? Du hast mich vorher nicht gefragt. Und, hast du schon eine neue Wohnung? Mhm. Ich habe mein Feriencottage gemietet fürs Erste. Kostet ein Schweinegeld. Na, also mein Angebot steht nach wie vor. Mein Kunde hat es eilig, er zahlt gut und es ist dein Spezialgebiet. Worum geht's genau? Na, Dissertation auf dem Gebiet der klassischen Mechanik. Der Doktorvater, der geht bald in Pension und mein Klient braucht einen Doktortitel auf seinem Briefkopf, um in seiner Firma Karriere machen zu können. Schwieriger Unternehmensberater. Cameron. Ach, den kennst du? Kann man wohl sagen. Wir sind im Geschäft. Komm, wir gucken erst mal. Ja. Da an der Bar ist Bill. Dann geh du mal hinten rum. Mr. Cameron. Mr. Foster, schön, dass es doch noch geklappt hat, wenn auch ziemlich kurzfristig. Sie haben es eilig und ich habe eine gute Nachricht für Sie. Ich habe einen Experten gefunden. Ihre Doktorarbeit ist in 6 Wochen geschrieben, wie von Geisterhand. Und Ihr dienstbarer Geist kennt sich aus mit Doktorarbeit? Promovierter Physiker. Warum arbeitet er für Sie? Scheidungsopfer. Sie haben doch meine Agentur überprüfen lassen. Natürlich. Ich wäre nicht so erfolgreich, wenn ich nicht nur mit absoluten Profis zusammenarbeiten würde. Ihre Dissertation wird jeder Plagiatsprüfung standhalten. Also wenn Sie mich fragen, sind Titel heutzutage total überschätzt. Aber Sie haben nun mal einen Job, wo ein Doktor vor dem Namen nicht gerade schadet. Vor allen Dingen auch in finanzieller Hinsicht. Ihre Entscheidung. Einverstanden. Wollen Sie die erste Rate in Bar? Nein. Sie bekommen eine ganz offizielle Rechnung von mir für
Recherchedienste. Zahlen bitte. Das geht auf mich. Danke. Bis bald. Was bleibt ihr? Und? Ich gebe einen aus. Sollten Sie etwas bemerken oder sich von ihm bedroht fühlen, rufen Sie uns umgehend an. Tags wie nachts, egal wie spät. Das mache ich selbstverständlich. Zoe! Hallo! Oh, das ist ja eine Überraschung. Wie komme ich zu der Ehre? Ich war gerade in der Nähe. Du hast zu tun, hm? Nein, komm rein. Sergeant Brooks wollte ohnehin gerade gehen. Wir haben eine Liste mit Namen in seiner Zelle gefunden. Ihrer stand ganz oben. Wovon redet ihr? Ach, von einem jungen Mann, den ich mal verurteilt habe und der jetzt ausgebrochen ist. Oh. Joe Williams ist ein echt übler Bursche. Ja, aber nicht besonders clever. Ich bin mir sicher, Sie werden ihn bald fangen. So, und jetzt entschuldigen Sie mich. Mein Patenkind kommt mich so selten besuchen, das muss ich ausnutzen. Sollte Ihnen etwas auffallen? Mhm. Werde ich Sie anrufen. Versprochen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Dankeschön. Zoe, ja, was führt dich denn hierher? Ich dachte, du wolltest dieses Jahr nicht kommen, oder braucht ihr das Cottage doch? Nein, wir haben gar keine Zeit zum Urlaub machen. Obwohl wir mal eine Pause gebrauchen könnten. Wir drehen ja einen Werbespot, weißt du? Ach. Ja, allerdings läuft es nicht so gut. Und bevor wir uns streiten, dachte ich, gehe ich lieber. Wie? Du und Gordon? Nicht möglich. Freu dich nicht zu früh. Es ist nur wegen des Spots. Hm, schade. Ich weiß, dass du ihn nicht magst. Aber er ist der Richtige. Für mich. Beruflich und privat. In jeglicher Hinsicht. Und wieso ist da noch kein Ring an dem Finger? Wir haben im Moment gar keine Zeit für sowas. Mhm. Unsere Läden laufen so gut, wir müssen ständig neue Filialen eröffnen und irgendwann wird der schon fragen. Wird er? Ich dachte eigentlich immer, emanzipierte Frauen warten heute nicht mehr, bis sie gefragt werden. Also im Gegensatz zu meiner Generation nehmen sie doch ihr Glück selbst in die Hand, oder? Und für die Flachzange hat Rose dich verlassen? Wo lernt man denn sowas kennen? Ich habe sie ihm vorgestellt. Wir haben zusammen studiert. Dann bin ich in die Forschung gegangen und er ist Unternehmensberater geworden. Deswegen hat er auch seine Doktorarbeit abgebrochen. Das ist ja praktisch, dass wir sie ihm jetzt nachliefern. Hm? Eben. In 6 Wochen wirst du ihm seine fertige Arbeit aushändigen. Er wird sie höchstpersönlich bei der Uni einreichen und er wird eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben, dass er sie selbst verfasst hat. Und damit lässt du ihn dann auffliegen. Dafür musst du die Doktorarbeit aber erst mal schreiben. Ganz schön viel Aufwand, wenn du mich fragst. Ein Mann muss tun, was er tun muss. Dir ist schon klar, dass ich danach die Firma dicht machen kann. Hm. Wolltest du doch eh, oder? Dein Glück. Warum eigentlich? Da steckt doch eine Frau dahinter, oder? Tut es das nicht immer? Wieso weiß ich nichts von ihr? Weil es dich nichts angeht. Eigentlich hast du mich überhaupt erst auf die Idee mit Mermaid Muffins gebracht. Ich? Wieso? Weil du mir immer das Märchen von der kleinen Meerjungfrau vorgelesen hast. Naja, du wolltest es ja immer wieder hören. Aber Muffins hat die Meerjungfrau nicht gebacken. Sie verliebte sich nur in den falschen Mann. Ihr Prinz heiratete am Ende eine andere. Das wird mir nicht passieren. Na, als Märchenprinzen würde ich Gordon noch wirklich nicht bezeichnen wollen. Ja, und auch nicht als den Richtigen, ich weiß. Ach so, wenn du glaubst, er ist es. Meinen Segen hast du. Ehrlich? Ja, aber natürlich. Was habe ich denn schon zu sagen? Ich finde halt nur, ihr solltet nicht mehr allzu lange warten. Und falls dir Gordons Ring nicht gefällt, dann bekommst du meinen. Den mochtest du als junges Mädchen noch schon immer so gern. Aber das ist der Ring deiner Mutter. Ja, na und? Ich habe keine Kinder, also bekommst du ihn. Das kann ich nicht annehmen. Och, das sind immer die besten Geschenke. Ja, wirklich? Ich bin gleich wieder da. Mhm. Was ist denn los? Ja, frag mal deinen Hund. Ah, hat mich schon wieder angepinkelt. Sir Isaac, was machst du denn da?
Das macht er doch nicht mit Absicht. Ach, jetzt nimm ihn auch noch in Schutz. Sie haben es aber schön hier. Dankeschön. Und vielen Dank, dass Sie mir das Cottage so kurzfristig vermieten. Naja, Gott, bevor es leer steht. Mein Patenkind kommt sonst immer im Sommer, aber die hat im Moment so viel um die Ohren. Wo ist sie denn eigentlich? Sie ist die Gründerin von Mermaid Muffins. Die kenne ich. Ja? Das sind die besten, die es gibt. Dann sagen Sie es mal weiter. Mundpropaganda, im wahrsten Sinne des Wortes. Wissen Sie was, ich gebe Ihnen einfach welche mit. Doch, wir haben mehr als genug. Na, kommen Sie schon, nehmen Sie. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl im Cottage. Oh, das werde ich bestimmt. Also nochmals vielen Dank für alles. Gerne. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Wo warst du denn? Hände waschen. Ach, schade, jetzt ist er gerade weg. Ich hätte gern jemand vorgestellt. Oh, etwa deinem neuen Freund? Quatsch, aus dem Alter bin ich raus. Ach, ist man das jemals? Erzähl, wie war's? Ich glaube, die Partnerschaft, die habe ich so gut wie in der Tasche. Aber hast du nicht gesagt, dass sie nur Promovierte zu Partner machen? Ja. Ja, und? Ja, Titel ist in Arbeit. Du kaufst dir einen? Hm. Aber ist das nicht viel zu riskant? Ach, mach dir keine Sorgen. Die Agentur, die ich damit beauftragt habe, arbeitet schnell, akkurat und vor allem äußerst diskret. Und du meinst nicht, dass das auffällt, wenn du plötzlich eine fertige Doktorarbeit aus der Tasche ziehst? Nicht, wenn ich mir dafür extra ein paar Wochen freinehme. Wir haben Ferien. Ja, such dir was aus, Mäuschen. Ich wusste sofort, ich muss es einfach tun. Ich hatte gar keine andere Wahl. So dachte ich. Hi. Da bist du ja wieder. Der Dreh lief großartig. Ja, es lief super. Es freut mich aber sehr. Ich gehe mich umziehen. Susi hat das toll gemacht. Susi? Am Set duzt jeder jeden, ist so üblich. Wie war's bei deiner Tante? Sie lässt sich lieb grüßen. Harriet mag dich. Was sie hervorragend versteckt, die Gute. Wie dem auch sei, sie ist deine Patentante. Deine, meine. Sie gehört zur Familie. Ich wollte da sowieso noch was mit dir besprechen. Was denn? Und zwar im... Stopp, stopp. Wieso? Selbst nach einem Tag wie heute kriege ich nicht genug davon. In dem Muffin da. Da ist was drin. Was ganz Besonderes. Oh, Blaubeeren. Sind da wirklich nur Blaubeeren drin? Hm? Was denn sonst? Blausäure? Hm? Oder das komplette Gegenteil? Ein Verlobungsring? Hm? Nicht im Ernst, oder? Wir sind jetzt seit 5 Jahren zusammen. Wir haben uns was wirklich Tolles aufgebaut. Ich dachte, wir gehen den nächsten Schritt. Keine gute Idee. Wie bitte? Ich kann dich unmöglich heiraten. Ich habe mich verliebt, tut mir leid. Was? In wen? Susi. Aber das kann doch gar nicht sein. Die Meerjungfrau, sie heiratet am Ende den Prinzen. Es gibt keine Meerjungfrau. Und Prinzen ebenso wenig. Die gibt's nur im Märchen. Tut mir leid, dass du es auf die Art erfahren musst, aber... Ich will dich nicht mehr sehen. Was? Sicher? Du bist verletzt? Hau ab! Lass uns darüber reden, ja? Worüber? Dass du mich betrogen hast? Also, jetzt bist du ungerecht. Ich habe auch Bedürfnisse und in letzter Zeit warst du... Jetzt bin ich auch noch schuld. Oh Gott, das muss ich mir echt nicht geben. Du hast eine Woche Zeit, um aus der Wohnung auszuziehen. Dabei bin ich im Cottage. Und? Was sagst du? Du hast da traumhaft. Nicht zu weit von der Uni? Hm? Wirklich ruhig?
Nichts, was dich hier ablenken könnte. Ja, so wie dich gerade. Hm? Jetzt sag schon, wer ist sie? Kann ich nicht drüber reden. So jung? Hässlich. Sag mal. Was stimmt denn sonst nicht mit ihr? Alles stimmt mit ihr. Sie braucht nur ein wenig Zeit, so wie du, zum Schreiben. Wow. Hier hast du mehr Platz als genug. Ja. Und im Dorf gibt's einen Supermarkt, einen Schlachter, einen Bäcker, alles, was ich brauche. Und einen Pub, falls mir mal langweilig wird. Muffin gefällig. Ja, ich muss aufpassen. Seit wann das denn? Ah, du hast ein Date mit ihr. Wenn ich was von Bill höre, dann melde ich mich. Hm? Ansonsten erstmal gutes Gelingen, Herr Professor. Na, vielen Dank. Bis später dann. Ja, mach's gut. Leiten? Oh, hallo Lydia. Meine Ex-Frau, ja. Gut, ich sie aber nicht. Wenn sie noch Sachen von mir hat, dann soll sie halt hierher schicken. Ja, ich gebe dir die Adresse noch durch. Dank dir. Mach's gut. Hallo? Ist da jemand? Was machen Sie hier? Das Gleiche könnte ich ja wohl Sie fragen. Ich habe gedacht, es sind Einbrecher im Haus. Allerdings, Sie! Ich? Ich habe das Haus gemietet. Ach ja, von wem denn? Na, von der Besitzerin. Haben Sie nicht? Hab ich doch. Nein, ich bin die Besitzerin. Und das Haus ist nicht zu vermieten. Und woher habe ich dann den Schlüssel? Den hat mir Lady Harriet gegeben. Ja, das ist meine Patentante und die kümmert sich um das Haus, wenn ich nicht da bin. Sehen Sie, würde es Ihnen was ausmachen, eventuell den Besen wegzulegen? Natürlich nicht. Owen Blyton. Zoe Harding. Soll ich uns einen Tee kochen? Nein. Nein. Bitte gehen Sie wieder. Ich hatte einen harten Tag. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Ich habe zu arbeiten. Es ist ein dringender Auftrag. Wissen Sie was? Im Grunde genommen brauche ich nur das eine Zimmer. Sie könnten also das andere haben. Gegen Mietbeteiligung natürlich. Ich bezahle auch in meinem eigenen Haus keine Miete. Sag mal, der Typ hat sie ja wohl nicht mehr alle. Wer? Na, der Typ, der sich in meinem Cottage eingenistet hat. Professor Blyton hat das Cottage für den ganzen Monat gemietet. Ich hatte dich gefragt, ob du kommen willst. Du hast Nein gesagt. Ja, ja, ich weiß, stimmt. Was ist denn los? Gordon hat sich... Ich habe mich von Gordon getrennt. Oh. Oh, das tut mir aber leid. Ach, komm, hör auf. Du konntest ihn genauso wenig leiden wie er dich. Wenigstens eine Gemeinsamkeit. Ich habe ihm eine Woche Zeit gegeben, unser Haus zu räumen. Derweil würde ich gerne hier bleiben. Bei mir? Mhm. Oh, Zoe, das geht nicht. Wieso? Das Dach im Gästezimmer ist undicht. Das ist kein Problem, ich kann auch drüben auf dem Sofa schlafen. Nein, nein, du, ich habe eine... Ich glaube, ich habe mich erkältet und möchte die ungern anstecken. Kein Problem, dann verzichten wir fürs Erste auf Gute-Nacht-Küsschen. Ja, und dann muss ich auch die ganze Zeit auf die Toilette rennen. Also wir können uns unmöglich das Bad teilen. Norovirus, meint der Arzt. Also hoch anstecken. Oh Gott, brauchst du vielleicht noch irgendwas aus der Apotheke? Soll ich dir was besorgen? Nein, so ich glaube, ich muss einfach nur schlafen. Na dann ab in die Falle mit dir. Und gute Besserung, ja? Ja, ja, ja. Ich suche mir ein Hotel. Ja, mach das.
Erhol dich, bis dann. Das mache ich. Bis morgen. Danke. Leider voll ausgebucht. Okay, danke. Ja. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich muss mal schauen, ob Zoe angerufen hat. Ich hätte sie vorher nicht wegschicken dürfen. Wegen mir hättest du das nicht machen müssen. Ich war aber völlig überfordert in dem Moment. Mach dir mal keine Vorwürfe. Die ist alt genug, die wird schon irgendwo unterkommen. Und was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Sie schon wieder. Hallo. Hallo. Ich würde sehr gerne auf Ihr Angebot zurückkommen. Haben Sie Ihre Tante denn nicht erreicht? Sie ist krank und sämtliche Hotels in der Gegend sind ausgebucht. Also das ist irgendwie nicht mein Tag heute. Sie sollten sich was Trockenes anziehen. Ja. Ich mache uns so lange einen Tee. Danke. Perfektes Timing. Bitte. Danke. Hunger? Ich bin leider nicht zum Einkaufen gekommen, aber ich hätte Muffins im Angebot. Stimmt das nicht? Es ist so. Wegen eines Muffins habe ich mich heute von meinem Freund getrennt. Wegen eines Muffins? Naja, eher, weil er mich betrügt. Mit einem Muffin? Nein, nicht mit einem Muffin. Es ist eine lange Geschichte. Wollen Sie drüber reden? Mm-mm. Sie haben nichts dagegen, wenn ich mich bediene? Nein, nein, bitte, bitte. Ich liebe diese Muffins. Schön. Ja, die sind lecker. Und so fluffig. Mhm. Oh. Verdammt. Was zum Teufel ist das? Sie lachen so komisch. Entschuldigung. Ich lache nicht über Sie. Oh Gott, ist das absurd. Absurd? Welcher Idiot versteckt einen Ring in einem Muffin? Ja, vielleicht eine Frau, die nicht länger warten wollte, bis ihr Freund einen Antrag macht. Das klingt ein bisschen sehr verzweifelt, finden Sie nicht? Vor allen Dingen dann, wenn die Frau feststellen muss, dass er sie gar nicht mehr liebt, längst eine andere hat. Oh. Beim nächsten Mal klappt's bestimmt. Hey, irgendwo da draußen ist der Richtige für Sie. Glauben Sie wirklich? Ganz sicher. Sie müssen einfach nur mal eine Nacht drüber schlafen und morgen sieht die Welt dann schon ganz anders aus. Mein Schreibtisch ruft. Ich gehe dann mal nach oben. Gute Nacht. Gute Nacht. Nach meiner Erfahrung habt ihr Frauen Nähtaschentücher, wenn ihr welche braucht. Oh, ist das lieb. Dankeschön. Hey, kein Typ ist das wert.
Nach meiner Erfahrung sagt ihr Typen das nur, wenn ihr es nicht mehr ertragt, dass wir Frauen weinen. Ich gehe dann mal wieder nach unten. Stört sie mein Tippen? Wenn Sie sonst noch irgendwas brauchen, ich bin gleich unten. Ich weiß. Gut. Irgendwo da draußen wartet der Richtige auf Sie. Ganz sicher. Auf! Verdammt, was machen Sie hier? Da war was. An Ihrem Kopf. An meinem Kopf? Ja, eine Riesenmücke. Ich wollte nicht, dass Sie gestochen werden. Aha. Sie sind Physiker, richtig? Ja. Klassische Mechanik ist mein Spezialgebiet. Sir Isaac Newton. Genau. Wissen Sie, wie er auf die Idee für sein Gravitationsgesetz gekommen ist? Er lag unter einem Apfelbaum und ihm ist ein Apfel auf den Kopf gefallen. Also die Geschichte wurde ungefähr 20 Jahre nach seinem Tod veröffentlicht. Ich fürchte, das ist eine Ausschmückung seines Biographen. Echt? Mhm. Ich fand das immer eine schöne Vorstellung. Physik hat mich in der Schule immer total fasziniert. Ich hab's geliebt. Einstein mit seiner Relativitätstheorie, Faraday mit seinem Käfig, Hawking mit seinem Rollstuhl. Toll. Frühstück? Desmond? Ja. Wie nimmst du deinen Tee? Schwarz. Komm mal her. Nimm sofort meine Perücke ab. Warum denn? Steht mir doch. Hm? Dir natürlich noch viel besser. Ist das eigentlich eine Maßanfertigung, sag mal? Ich finde das ja wahnsinnig sexy, wenn du die trägst. Ach. Als ich dich zum ersten Mal mit der Perücke gesehen habe, da warst du mich gesehen. Natürlich. Hast du deswegen alles gestanden? Nein, das habe ich gemacht, weil ich meine Tat ehrlich bereue. Ich hoffe, dass ich das hier nicht bereue. Musst du nicht irgendwann zur Arbeit? Die Rennen gehen erst nachmittags los. Ich war noch nie auf einer Rennbahn. Da komm doch einfach mit. Ich bin erst nur noch ein ehrenwerter, brav seine steuerzahlender Buchmacher. Ich muss mich um Zoe kümmern. Ich werde dir anbieten, dass sie hier wohnen kann. Heißt das, wir sehen uns die nächsten Tage nicht? Noch ein Ei? Nein, danke. Ich esse morgens nie so viel. Aber es war sehr, sehr lecker. Sagen Sie, arbeiten Sie immer Tag und Nacht? Wenn es sein muss, ich habe einen sehr engen Abgabetermin. Was ist denn das für eine Arbeit, an der Sie gerade sitzen? Eine theoretische Arbeit über die klassische Mechanik. Das ist für einen Laien sehr schwer zu verstehen. Und was sagt Ihre Familie dazu, wenn Sie so viel arbeiten? Ich habe keine. Wieso nicht? Weil meine... Sagen Sie, was wird das hier eigentlich? Naja, ich dachte,
Wenn wir jetzt die nächsten Tage zusammen verbringen, könnten wir uns vielleicht ein bisschen besser kennenlernen. Hm. Okay. Dankeschön. Also gut, frisch geschieden, ohne größeren Kollateralschaden, bis auf Sir Isaac. Das ist mein Hund. Meine Frau, meine Ex-Frau, hat ihn mir geschenkt. Oh, ich liebe Hunde. Wo ist er? Sie hat ihn mir wieder weggenommen. Aber er war doch ein Geschenk. Daran erinnert sie sich bedauerlicherweise nicht mehr. Aber das wird sie bereuen. Und nicht nur das. Rache ist sehr, sehr gut gegen Trennungsschmerz. Rache? Mhm. Am besten eiskalt serviert. Mhm. Mhm. Ihr Ring war zu hart für meinen Zahn. Oh Gott, das tut mir so leid. Mhm. Aber andererseits... Andererseits? Es ist doch irgendwie ein Zeichen. Ein Zeichen? Wofür? Dass ich zum Zahnarzt muss. Ich hasse Zahnärzte. Gehen Sie ruhig ran. Ich muss sowieso wieder an den Schreibtisch. Also, vielen Dank. Sehr gern. Wer ist es? Hallo, Harriet. Du hast dich aber schnell erholt von deinem Virus. Virus? Was für ein Virus? Na, der Norovirus. Ach so, der Norovirus. Ja, du, das, also, das war falscher Alarm. Zum Glück, ja? Der Doktor sagt, ich habe mir wahrscheinlich nur ein bisschen den Magen verdorben. Und meine Stimme ist auch wieder da. Kannst gerne zu mir ziehen jetzt. Oh, danke. Ich bleib lieber am Cottage. Aber warum denn? Musst du dich mit diesem komischen Professor rumschlagen? Und wir zwei, wir können es uns richtig gemütlich machen. Vielen Dank, aber ich muss im Cottage bleiben. Du musst? Ja. Und warum? Weil das alles kein Zufall ist. Was? Na, das mit der Meerjungfrau, dem Muffin, dem vermieteten Cottage und deiner Viruserkrankung. Also, das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Du hattest völlig recht, Gordon war der Falsche. Oh, woher denn die plötzliche Erkenntnis? Weil ich jetzt weiß, wer der Richtige ist. Ah ja. Und weiß er das auch? Ja. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich wieder zurück bin. Gut. Ist noch was? Sie sollten mal eine Pause machen. Ich habe noch nicht mal richtig angefangen. Ja, aber Sie sitzen doch schon die ganze Zeit hier. Wissenschaftliche Arbeiten brauchen nun mal Zeit und Inspiration. Gehen Sie mal raus, an die frische Luft. Es ist ein herrlicher Tag. Da kommen Sie bestimmt auch auf neue Ideen. Jedem das Seine. Damit ich auf neue Ideen komme, da muss ich mich konzentrieren. Da brauche ich eben Ruhe. Okay, okay. Dann lasse ich Sie mal ein bisschen in Ruhe. Danke. Kann ich Ihnen noch irgendwas bringen? Kaffee oder Tee? Nein, danke. Sollten Sie irgendwas brauchen? Also jetzt außer Ruhe. Dann sag ich Bescheid. Ja. Viel Spaß. Zu laut? Ja. Was machen Sie hier? Sauber. Ausgerechnet jetzt. Was du heute kannst besorgen. Sie haben doch selber gesagt, es ist ein herrlicher Tag. Ich flehe Sie an, bitte gehen Sie doch an den Strand, bitte. Das ist eine wunderbare Idee. Aber nur, wenn Sie mitkommen. Gehen wir schwimmen? Ich habe zu tun. Außerdem habe ich gar keine Badesachen dabei. Na, ich doch auch nicht. Nacktbaden ist in Cornwall verboten. Nacktbaden? Na, na, na. Wir gehen einkaufen. Auf gar keinen Fall. Was halten Sie von dem? Da ist kaum was dran, was was halten könnte. Oh ja, da haben Sie recht. Das Teil sieht ein bisschen zu sehr nach verzweifelter Frau aus, nicht? Wie ist es mit dem? Nicht zu viel zeigen, oder? Die Fantasie soll angeregt werden. Man hat ja auch gerne was zum Auspacken. Sie auch? Was bitte? Was für ein Typ ist Ihre Ex-Frau? Eher Badeanzug oder Bikini? Berge. Sie fährt lieber in die Highlands. Ah ja.
haben Sie denn schon was für sich gefunden? Sehen Sie mal, es ist doch viel zu frisch, um baden zu gehen. Oh, Sie kennen sich doch mit Thermik aus, oder? Piloten, die müssen sich mit Thermik auskennen. Aber die Grundlage von allem ist doch die Physik. Schwerkraft, Auftriebskraft und so weiter. Also gut, wenn man das so sieht, dann ist die Physik die Grundlage von allem. So habe ich das zumindest immer verstanden. Und im Endeffekt geht es immer um Teilchen, die sich anziehen. Oder abstoßen. Sie haben einen wirklich guten Body für jemanden, der den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzt. Sie aber auch. Für jemanden, der den ganzen Tag nur Muffins backt. Sie wollen jetzt lesen? Ich muss. Ja, aber ich dachte, das können Sie nur in Ihrem Zimmerchen. In Ruhe und Abgeschiedenheit. Also lesen geht gerade noch hier draußen. Ich werde also lesen und Sie lassen den Drachen steigen. Es sei denn, Sie wollen auch lieber lesen. Dann würde ich Ihnen ein Fachartikel über Gravitationsberechnungen leihen. Was ist das für eine Arbeit, an der Sie da sitzen? Eine Dissertation zu dem Thema Relevanz der klassischen Mechanik für die moderne Physik. Sind Sie nicht längst promoviert? Das ist nicht meine. Oh. Das ist alles ein wenig kompliziert. Diese Dissertation, also das Ganze, ist Teil meiner Rache. Weil meine Frau, meine Ex-Frau, sie hat mich wegen eines Typen namens Bill verlassen. Und der war ein ehemaliger Kommilitone von mir. Der hat seine Doktorarbeit damals abgebrochen, weil... Was erzähle ich Ihnen hier eigentlich alles? Das geht Sie im Grunde gar nichts an. Also ganz ehrlich, das mit Ihrer Rache, ist das nicht irgendwie ein bisschen unreif? Oh nein, das ist minutiös durchdacht. Nein, ich meine im Sinne von kindisch. Oder wollen Sie Ihre Ex-Frau tatsächlich zurück? Nein. Ich will Gordon auch nicht zurück. Und wieder eine Gemeinsamkeit mehr. Was bitte? Sie sind Single, ich bin Single. Ich glaube, es ist besser, Sie lassen jetzt den Drachen steigen. Alleine? Ja. Ja, und was ist, wenn mir was passiert? Ich meine, der könnte sich in der Stromleitung verheddern oder so. Es gibt hier weit und breit keine Stromleitung? Ja, hier vielleicht nicht. Aber wer weiß, wo mich der Drachen hinzieht. Warten Sie. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, offensichtlich kennen Sie sich ja mit Lenkdrachen aus. Ja, wieso? Meine Begleitung hat Angst, dass ihr oder ihrem Lenkdrachen etwas zustoßen könnte. Das ist Zoe. Zoe, das ist... Bob. Bob. Bob, könnten Sie Zoes Ängste zerstreuen? Mit dem größten Vergnügen. Sehen Sie? Na, kommen Sie. Sie müssen also keine Angst haben. Dann brauchen Sie mich hier ja nicht mehr. Ja, wieso denn? Viel Spaß dann. Aber ich gehe zurück ins Cottage. Ich kann da doch sehr viel besser arbeiten. Und? Lassen wir deinen Drachen mal steigen? Wie alt sind Sie? 18. Fast 19. Ich will dir meinen Arbeitsplatz zeigen. Deinen kenne ich ja schon. Hatten wir nicht gesagt, dass ich mich ein paar Tage um Zoe kümmern muss? Wir? Du? Ja, und warum hältst du dich da nicht dran? Weil ich dich vermisse. Sehr sogar. Desmond, ich bin die Richterin, die dich verurteilt hat. Auf Bewährung, ja. Und du hast mir noch eine Chance gegeben, quid pro quo. Und dafür bin ich dir weiterhin sehr dankbar. Du hast bei mir auf der Anklagebank gesessen und es schickt sich einfach nicht, wenn man uns gemeinsam sieht. Und wir gehen zusammen ins Bett. Das schickt sich auch nicht. Na komm mit, wir müssen ja nicht Händchen halten. Und auf der Rennbahn kennt dich sowieso niemand. Nein, ich habe heute Abend Literaturkreis, da muss ich noch was vorbereiten. Was willst du denn da groß vorbereiten? Ich bringe dich pünktlich zurück zu deinem Kaffeekränzchen. Das ist kein Kaffeekränzchen. Literaturkreis, habe ich verstanden. So, und jetzt komm mit. Dann kannst du heute Abend endlich mal was Spannendes erzählen. Warum hast du nicht gewettet?
Ich musste meine Mutter versprechen, nie um Geld zu spielen. Ja, eine kluge Frau. Das liegt wohl in der Familie. Hm? Desmond, kann ich noch schnell 50 Pfund setzen auf Lady Harriet? Was tun Sie denn hier? Ich bin Derek Forman. Ich habe Mr. Foster verteidigt. Ja, die Perücke lässt mich älter erscheinen. Ja, wem sagen Sie das? Mr. Forman, selbstverständlich. Hallo. Eine Überraschung, Sie hier zu sehen. Sie mögen Pferde rennen? Ach, ich begleite nur einen Freund. Und dann habe ich zufällig Mr. Foster getroffen. Und er war so freundlich, mir alles zu erzählen. Ich konnte Lady Harriet leider nicht zum Wetten überreden. Aber trotzdem herzlichen Dank für die Ausführung. Ja, ich muss dann auch gleich weiter. Einen schönen Tag noch. Was war das denn? Was meinst du? Sie war auffällig nervös. Einen Augenblick lang dachte ich schon... Was? Naja, dass du und sie vielleicht... Das war ziemlich frech von dir, was du im Gerichtssaal zu ihr gesagt hast. Probieren ist erlaubt, oder? Ach, du bist echt ein Schlitzohr. Du weißt, dass sie der Eisberg genannt wird von uns allen im Gericht. Natürlich ist es dringend. Mir fehlt ein Stück vom Zahn. Wobei, ist das wichtig? Also gut, ich habe auf den Ring gebissen. Nein, der steckte in einem Muffin. Es war kein Antrag und ich habe auch nicht Ja gesagt. Also haben Sie jetzt einen Termin für mich oder nicht? Nicht? Sehr witzig. Oh Gott, was machen Sie denn schon wieder hier? War es denn nicht schön auf den Klippen? Der Wind war ein bisschen kalt. Aber Bob war heiß. Welcher Bob? Der junge Mann mit dem Drachen. Oh ja, der musste noch Schularbeiten machen. Und Sie, wollten Sie nicht längst wieder an Ihrer Arbeit sitzen? Ja, das würde ich gerne, aber dank Ihnen habe ich Zahnschmerzen. Oh, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Ja, besorgen Sie mir einen Termin beim Zahnarzt. Okay. Harriet! Ich hatte schon Angst, du springst ins nächste Taxi. Hat dein Anwalt irgendwas über mich gesagt? Nein. Du bist ein schlechter Lügner. Was hat er gesagt? Dass sie dich im Gericht Eisberg nennen. Aber du kannst dich beruhigen, er ahnt nichts. Ich hätte mich nie auf dich einlassen dürfen. Das hat keine Zukunft mit uns. Meine Bewährung läuft in ein paar Monaten ab. Ich höre doch jetzt schon, wie die sich das Maul über uns zerreißen. Wenn schon. Wir tun doch nichts Verbotenes. Und die Frage wird kommen, warum ich deine Strafe zur Bewährung ausgesetzt habe. Ach, eigentlich hätte ich deinen Fall wegen Befangenheit abgeben müssen. Na, da kannten wir uns doch nicht. Also nicht so gut. Das ist jetzt völlig egal. Ich will jetzt nach Hause. Ich muss wirklich arbeiten. Nein, Sie haben jetzt einen Termin beim Zahnarzt. Wie haben Sie das denn so schnell geschafft? Die Zahnarzthelferin ist eine alte Freundin von mir. Kommen Sie, ich fahre Sie hin. Oh, ganz im Ernst, es tut gerade im Moment gar nicht so doll weh. Oh, ich komme auch mit rein und halte Ihnen Ihr Händchen. Das müssen Sie nun wirklich nicht. Wollen wir das mit dem Sie nicht vielleicht endlich mal lassen? Hm? Na gut, dann los. Da ist ein Stück komplett weggebrochen. Er hat auf einen Ring gebissen. Ja, sollte man nicht tun. Metall ist härter als ein Zahn. Er hat nicht gewusst, dass der Ring da drin ist. Also er war versteckt. Genau, in einem Muffin. Ein Verlobungsring. Bedauerlich. Und ich hatte noch Hoffnung. Also wir beide sind nicht miteinander verlobt. Dieser blöde Ring war nicht für mich gedacht, sondern für Ihren Ex. Ja, aber der hat nicht draufgebissen. Ja, Glück für ihn. Pech für mich. Also ich würde sagen, das ist Schicksal. Oder? Naja. Sind Sie verheiratet? Nein. Freundin? Nein. Hm. Das ist Schicksal. Sie haben heute Abend ein Date. Oh. Ich lasse mich doch von dir nicht mit irgendwem verkuppeln. Warum denn nicht? Hör mal, Zoe, gestern wolltest du noch diesen, wie heißt er noch, heiraten? Gordon. Gordon erteilt dir eine Abfuhr und um diese Sprache zu vergessen, schmeißt du dich dem Nächstbesten an den Hals. Oh, das ist so? Du bist so... Austauschbar, im Grunde. Zoe, ich mag dich, wirklich. Du bist sehr, sehr süß. Und so eine Trennung ist immer schwer, besonders wenn du derjenige bist, der verlassen wird. Ich habe mit Gordon Schluss gemacht, ja? Glaub mir, ich kann verstehen, wie du dich fühlst. Das heißt aber nicht, dass wir beide füreinander bestimmt sind. Heißt es nicht? Kein Zeichen? Kein Zeichen. Haben wir das geklärt? Ich war noch nicht oft verliebt in meinem Leben. Also so richtig, mit Haut und Haar.
Genau genommen nur zweimal. Und du? Wieso möchtest du das wissen? Weil es so selten ist. Wertvoll. Das kann man doch nicht einfach wegschmeißen, wenn es einem passiert. Du glaubst, es geht mir mit dir genauso? Warum hast du so eine Angst, es einfach zuzulassen? Ach, jetzt verschon mich doch mit deiner Rennbahnpsychologie. Desmond, wir sind keine Teenager mehr. Ganz im Gegenteil. Ich bin eine verwitwete Richterin und du... Unsere Leben passen einfach nicht zusammen. Weil du mich aus deinem ausschließt. Weil du dich hier eingerichtet hast in deinem Märchenschloss. Mit deiner Arbeit, mit deinen Freunden, mit denen es sich schickt. Bist du glücklich? Ja. Entschuldigung, störe ich? Nein, ganz im Gegenteil. Komm rein. Das ist meine Nichte Zoe und das ist Mr. Foster, der gerade gehen wollte. Hallo. Hallo. Ja, dann vielen Dank fürs Bringen, Mr. Foster. Leben Sie wohl. Ist alles in Ordnung? Ja, ja. Und bei dir? Ganz und gar nicht. Ich habe mir nur was vorgemacht. Es gibt keine Zeichen und das ist auch alles... Kann ich bei dir bleiben? Ja. Wieder. Wir sind nicht füreinander bestimmt. Was ist denn mit dir los? Entschuldige, ich habe gedacht, es ist Zoe. Meine durchgeknallte Mitbewohnerin. Zoe? Ja, kennst du sie? Ich habe sie gerade kennengelernt bei Harriet, ihrer Tante. Sehr süß. Ja, ja, das stimmt. Nur leider glaubt sie an irgendwelche schicksalhaften Wendungen des Lebens und der Liebe, die sie mit mir zusammengeführt haben. Kann ich gut verstehen. Gott würfelt nicht. Ist er von deinem Einstein, oder? Ja, aber eher im Zusammenhang mit der Quantentheorie. Ach, was auch immer. Aber ich sag dir eins, es gibt höhere Mächte. Schicksal, Liebe. Na, dich hat's aber erwischt, was? Sie leider nicht. Das schreckt dich doch sonst auch nicht ab. Kannst du ein bisschen mehr Mitgefühl aufbringen? Das ist mein Hund. Ich denke, der ist bei Rose. Owen? Das ist Rose. Hier. Oh. Sie dürfen mich auf keinen Fall hier sehen. Na, was machen wir jetzt? Du bleibst hier oben, ich geh runter und wimmel sie irgendwie ab. Okay. Bist du sicher, dass wir richtig sind? So hat's mir die Sekretärin beschrieben. Owen, bist du da? Sir Isaac. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ganz im Gegensatz zu dir. Was verschafft mir denn die unverhoffte Ehre? Na, ich dachte, du freust dich, den Hund zu sehen, oder? Was ist das für eine Frage? Gut, dann kannst du die nächsten 4 Wochen auf ihn aufpassen. Bill und ich fliegen nämlich nach Amerika. Einfach so. Wisst ihr, wie lange 4 Wochen für einen Hund sind? Ein Menschenjahr sind 7 Hundejahre. Wenn du nicht willst, können wir ihn gern zu meiner Mutter bringen. Bill, bringst du die Hundesachen mit? Sir Isaac, was ist denn? Sir Isaac. Oh, was ist denn in dem Zimmer? Gar nichts. Was hat er denn? Sir Isaac. Da habe ich was deponiert. Muffins. Muffins? Ja, Nervennahrung. Mit Wurst gefüllt. Aus jetzt. Hier seid ihr. Ja, aber quasi auf dem Weg nach unten. Also kümmerst du dich jetzt um den... Natürlich. Woran arbeitest du gerade? Das geht dich wohl kaum was an. Das sieht aus wie eine Promotion. Ja, nein, das ist... Das ist meine... Das ist meine. Allerdings ein Vorentwurf, den kann ich noch nicht rausgeben. Sie schreiben über Mechanik? Ja, über die Bestimmung von Gravitationskonstanten. Der Betrag der Kraft zwischen 2 Massepunkten. Die Kraft ist gleich Größe mal das Produkt der beiden Massen geteilt durch deren Abstand im Quadrat. Ja, und Owen ist mein Betreuer.
Betreuer? Ja. Ja. Wir haben uns da noch nicht so richtig geeinigt. Magst du uns nicht mal vorstellen? Natürlich. Das ist Zoe, das ist Rose, meine Ex-Frau, und das ist Bill. Das freut mich aber sehr, Sie mal kennenzulernen. Owen hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. Hat er das? Ja. Wollen wir nicht endlich wieder nach unten gehen? Es ist doch wirklich ziemlich eng hier, oder? Das Gravitationsgesetz? Ja, ich hatte Physik-Leistungskurs. Offensichtlich muss der Tee ziehen. Entschuldigung, hat ein bisschen länger gedauert. Vielen Dank für Ihre Mühe, aber ich glaube, es ist besser, wir gehen jetzt. Dieses eine Mal kann ich nicht widersprechen. Also. Na dann, gute Reise. Vielen Dank. Und Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Zusammenarbeit. Dankeschön. Ja, wir beide sind ein echt starkes Team, nicht wahr, Schatz? Ja, sicher, Kleines. Oh, ich liebe es, wenn er mich Kleines nennt. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Schicksal. Gibt's hier irgendwo auch eine Werkstatt? Die Sicherung für die Motorsteuerung muss ausgetauscht werden. Und worauf warten Sie noch? Heute geht das nicht mehr. Was soll das heißen, heute geht's nicht mehr? Ich muss erst das Ersatzteil herkriegen. Vor morgen früh wird das nichts. Was machen wir jetzt? Sie können gerne bei uns schlafen. Auf gar keinen Fall. Ich besorge uns ein Hotel, ja? Na, da wünsche ich Ihnen viel Spaß. Es ist Hauptsaison. Alles voll. Keine Chance. Bill? Von mir aus. Na schön. Danke, Mike. Bye. Bye. Komm, lass mich mal, ja? Du spielst gerne mit dem Feuer, was? Konntest du die beiden einladen? Also erst einmal ist es immer noch mein Haus. Und zweitens bin ich einfach ein höflicher Mensch, der gerne hilft. Hm. Und drittens scheint es deiner Ex-Frau überhaupt nicht zu gefallen, dass du wieder an festen Händen bist. Bin ich nicht. Ich weiß, was du vorhast, das kannst du vergessen. Ich hab dir vorhin den Hintern gerettet. Du solltest ein bisschen dankbarer sein. Ohne mich wäre dein toller Rachefeldzug nur noch Antimaterie. Vorsicht! Sonst gibt's hier noch gegrillte Turteltäubchen. Schön habt ihr es hier, nicht nur zum Arbeiten. Früher hat Owen ja sehr viel Wert darauf gelegt, keinen zu engen Kontakt zu seinen Studentinnen zu haben. Ja, die Gravitationskräfte haben uns magisch angezogen. Und bei Ihnen und Bill? Wie ist denn da der Funke übergesprungen? Ja, das würde mich auch brennend interessieren. Naja, eigentlich hat Rose mich nur kontaktiert, um mich zu fragen, ob ich nicht einen Job für dich hätte. Für mich? Mhm. Du hast hinter meinem Rücken nach einem Job für mich gefragt? Na, es war mal wieder unklar, ob deine Uni-Stelle verlängert wird. Ich wollte nur helfen. Bevor ich Unternehmensberater werden würde, würde ich lieber unter einer Brücke schlafen. Ich bin Wissenschaftler. Ja, genau so habe ich Rose das gesagt. Ja, und dann haben sie ihr empfohlen, einfach den Mann zu wechseln. Sowas nennt man eine Win-Win-Situation. Richtig? Chin, chin. Chin, chin. Hast du gar keine Angst?
Er sieht gefährlich aus. Wer denn? Von wem redet ihr? Von dem Kerl, den du ins Gefängnis gebracht hast. Ich könnte kein Auge zutun, solange ich wüsste, dass er frei rumläuft, Harriet. Weswegen hast du ihn verurteilt? Versuchter Totschlag. Seine Freundin wollte sich von ihm trennen, da ist er ausgerastet. So, jetzt legt das doch mal weg. Also, ihr Lieben, nochmals herzlich willkommen zu unserem Literaturkreis. Heute beschäftigen wir uns mit Georgia Fraser und Foreign Lights. Eine Entdeckung von Grace. Grace, vielleicht magst du vorab etwas zur Autorin sagen. Meiner Meinung nach ist Georgia Fraser eine zu Unrecht in Vergessenheit geratene Autorin. Das wird Evelyn sein. Ich lasse sie rein. Und wenn sie es nicht ist? Der wird hier nicht läuten. Fangt schon an. Also, wie gesagt, wisst ihr, ich halte sie für eine bei weitem unterschätzte Autorin. Als Fraser mit dem Schreiben begann, war sie eine gelangweilte Hausfrau ohne große Inspiration in ihrem Leben. Das ist Mr. Foster. Harriet hat ihn zu unserem Kreis eingeladen. Ah, habe ich. Quid pro quo, wenn ich zitieren darf. Sie interessieren sich für Bücher? Sehr. Ich bin Buchmacher. Davor war ich Titelhändler. Und Ihre Beziehung zur Literatur, Mr. Foster? Ist ausbaufähig. Bisher dachte ich, das Leben schreibt die spannendsten Geschichten. Herzlichen Dank für den Strauß, Mr. Foster, und Ihre tiefschürfenden Erkenntnisse. Aber jetzt wenden wir uns doch dann wieder Georgia Fraser zu. Oh, wo war ich? Du sagtest, dass du sie für eine völlig unterschätzte Autorin hältst. Ja, das stimmt, aber also ehrlich gesagt, so furchtbar interessant ist sie auch wieder nicht. Wollen Sie uns nicht lieber ein paar Geschichten aus Ihrem Leben erzählen? Und wohin genau soll's gehen im Urlaub? Karibik. Ist nicht ganz preiswert, aber es lohnt sich. Erst gehen wir eine Woche segeln und dann haben wir noch eine Villa auf St. Barth gemietet. Und dann sind wir noch eine Woche in New York. Shoppen? Na, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Tja, wozu arbeiten wir so viel? Du lässt doch vor allem andere für dich arbeiten. Hm. Wer kann, der kann. In meine Firma da, ich meine, in den Betrieb, in dem ich als Studentin gejobbt habe, da kam auch mal so ein Berater. Erzählt ihr den Leuten nicht sowieso nur das, was sie eh schon wissen? Naja, scheinbar fühlen die Leute sich so sicherer. Und ich verdiene einen Haufen Kohle damit. Owen, wie weit bist du eigentlich mit deinem Nobelpreis? Kommt der per Post? Sehr witzig. Abgerechnet wird zum Schluss. Es gibt unzählige wunderbare Dinge im Leben, aber meiner Erfahrung nach gibt es fast immer einen Haken. Entweder sie sind illegal, unmoralisch oder sie machen dick. Tja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Woher kennst du ihn? Er ist erfrischend. Peinlich, er. Hi. Ich würde alles dafür geben, mich in meinem Leben noch mal für so einen Mann schämen zu dürfen. Du bist glücklich verheiratet. Mit einem Langweiler, der mir schon seit Jahren keine Rosen mehr geschenkt hat. Er interessiert sich nur noch für Golf. Ja, warum lässt du dich dann nicht scheiden? Tja, Angebot und Nachfrage. Ich darf mich verabschieden. Es ist Harriets Entscheidung, ob sie das dürfen. Wir müssen jedenfalls los. Du bringst mich zur Verzweiflung, Desmond. Warum machst du das? Ich habe mich doch heute Mittag klar ausgedrückt, oder habe ich das nicht? Ja, das hast du. Und warum bringst du mich dann vor meinen Freundinnen so in Verlegenheit? Weil ich nicht einfach so aufgeben werde. Ich liebe dich. Und ich bin mir sicher, dass du mich auch liebst. Bitte, bitte geh. Gute Nacht. Sir Isaac, na, kommst du mit zu uns? Dann wäre das also auch geklärt. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich schlafe auf dem Boden. Ach, Quatsch. Das ist doch total unbequem. Das Bett ist groß genug für uns zwei. Zur Not auch für uns drei. Die Meerjungfrau sieht dir ähnlich. Ja.
Mein Großvater hat sie nach einem Bild von mir gemalt. Er war 60 Jahre mit meiner Großmutter verheiratet. Ich hoffe, ich schaffe das auch noch. Du bist hoffnungslos romantisch. Ich weiß. Trotzdem, wir schlafen auf dem Boden. Sir Isaac. Ach, Desmond, jetzt mach es uns doch nicht so schwer. Oh, Entschuldigung, ich hatte jemand anderen erwartet. Guten Abend, euer Ehren. Noch einen zum Abgewöhnen. Beziehungsprobleme? Keine Beziehung, keine Probleme. Ah, das sollte reichen, um die Schmetterlinge in meinem Bauch zu ersäufen. Ruf sie an. Ich höre hier drin jeden Abend die gleichen Geschichten. Sie wartet immer darauf, dass er den ersten Schritt macht. Weggedrückt. Hey, du gibst aber schnell auf. Gefalle ich dir wenigstens? Na toll. Was soll das hier werden, Mr. Williams? Was denken Sie, euer Herrn? Ich denke, Sie sollten nichts tun, was Ihre Situation noch weiter verschlimmert. Jetzt machen Sie mich los und wir rufen die Polizei an. Ich bin mir sicher, das wirkt sich positiv für Sie aus. Echt jetzt? Glauben Sie, das Gefängnis hat einen besseren Menschen aus mir gemacht? Was läuft da zwischen Ihnen und Ihrem Verehrer Desmond, hm? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Es interessiert mich, ob er irgendwann hier auftaucht. Leider nein. Ich kann Sie nicht hören. Nein! Gut, dann haben wir ja Zeit, so viel wir wollen. Desmond! Oh, Desmond, ich bin so froh, dass du da bist. Bist du verletzt? Nein. Wie bist du denn hier reingekommen? Durch die Hintertür. Ich will nicht ohne dich leben. Wir müssen die Polizei holen. Später. Thank you.
guten Morgen. Ja, vielen Dank. Das ist für Sie. Wiedersehen. Ja, also dann grüß Zoe von mir. War ja eine wilde Nacht. Was bitte? Und das Haus hat dünne Wände. Aber ich finde, ihr zwei passt richtig gut zueinander. Hätte ich auf den ersten Blick gar nicht gedacht. Mäuschen, wir verpassen den Flieger. Wir sehen uns in 4 Wochen. Mhm. Warum hast du mich nicht geweckt? Hab ich. Ich soll dich grüßen. Und jetzt? Gehe ich zurück an die Arbeit. Warum? Weil ich mich schon auf Bills dummes Gesicht freue, wenn ich ihn auffliegen lasse. Warum? Bill ist ein arroganter Sack und Rose. Ich meine, hallo, du willst sie doch nicht wirklich zurück. Ich. Oder? Ich will, dass sie mich zurück will. Du bist überhaupt nicht über sie hinweg. Dieser ganze Aufriss hier. Du willst Bill nur fertig machen, um so wieder bei Rose zu landen. Und wenn? Ich wüsste wirklich nicht, was dich das angeht. Ich muss jetzt in die Uni. Und was war das letzte Nacht? Ein Fehler. Und was für einer? Nein, Sie können gerne vorbeikommen. Wir sind beide hier. Ja, bis später. Das war Sergeant Brooks. Mhm. Kommt nachher noch mal vorbei und möchte mit dir reden. Hat er dich gefragt, was ich so spät in der Nacht bei dir gemacht habe? Nein, hat er nicht. Aber es geht ihn ja auch nichts an, oder? Was werden die Leute sagen, wenn sie erfahren, dass Lady Harriet einen Liebhaber hat? Hm? Dass du ein Held bist. Und zwar mein Held. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Nein, das tust du nicht. Ganz im Gegenteil, komm rein. Jetzt kann ich dir endlich mal ganz offiziell Desmond vorstellen. Meinen Freund. War das so schwer? Guten Morgen, Zoe. Hallo. Kein guter Morgen? Nein, ein katastrophaler Morgen. Ach du meine Güte, komm, dann setz dich erst mal hin. Danke. Also, was ist denn los? Owen hat gesagt, es war ein Fehler. Was? Naja, wir haben die Nacht zusammen verbracht. Oh. Aber seine Rachegefühle sind ihm wichtiger. Wichtiger als ich. Und diese dämliche Doktorarbeit. Doktorarbeit? Was war eine Doktorarbeit? Das ist doch jetzt nicht wichtig, oder? Oh, doch. Er will sich damit rächen und will dem neuen seiner Ex. Na, im Allgemeinen können es Männer nicht leiden, wenn man ihnen die Frauen ausspannt. Und einer von so einem Typen wie Bill Cameron. Kennen Sie ihn? Aus Owens Erzählungen, ja. Aber das ist ja jetzt auch egal, oder? Owen will mich nicht. Das ist er bestimmt. Das ist Gordon. Und wer ist Gordon? Zoes Ex. Dann würde ich da jetzt lieber nicht rangehen. Oh doch, ich gehe mal lieber ran. Ich meine, das ist doch kein Zufall, dass er gerade jetzt in diesem Moment anruft. Quatsch. Die Meerjungfrau rettet einen Prinzen vor dem Ertrinken. Sie verliebt sich in ihn und bittet die Meerhexe, sie in einen Menschen zu verwandeln. Doch dafür muss sie ihre Stimme und ihre Seele hergeben. Und falls der Prinz sich nicht in sie verliebt, dann stirbt sie. Aber er verliebt sich doch in sie. Nein. Oh, ich habe immer gedacht, das Märchen, das hätte ein Happy End. Nur in der Trickfilmversion. Ich bin dann jetzt weg. Ich gehe und du hast endlich deine Ruhe. Gutes Gelingen beim Schreiben, ja? Und du? Gordon will mich sprechen. Auf Wiedersehen, Sir Isaac. Wie geht's Mr. Williams? Er hat eine Gehirnerschütterung, nicht weiter schlimm.
ist wieder auf dem Weg ins Gefängnis. Ja, hoffentlich passen Sie da diesmal besser auf ihn auf. Sie müssten demnächst auf die Wache kommen, um das Protokoll zu unterschreiben. Gerne, jederzeit. Ich rufe Sie an. Hätten Sie eine Visitenkarte? Oh. Danke. Scientific Research. In welchem Bereich forschen Sie? Ah, ich forsche gar nicht mehr. Die Firma existiert nicht mehr. Die Telefonnummer stimmt noch. Ich muss mal neue Karten drucken lassen. Gut. Dann auf Wiedersehen. Lady Harriet. Sergeant Brooks. Mr. Foster. Du hast mich angelogen. Du hast deine windige Firma gar nicht geschlossen. Doch. Mach mir nichts vor. Und hinter dieser Doktorarbeit, da steckst du auch, stimmt's? Es ist das letzte Mal. Es ist ein Freundschaftsdienst. Ich mach das für Owen, damit Bill glaubt, ich kann ihm eine Promotion besorgen. Die Owen dann schreibt, aber das wird Bill erst erfahren, wenn er damit auffliegt. Und dann ist meine Firma erledigt. Ich bin Richterin. Und du hast Bewährung, Desmond. Kein Mensch wird jemals was davon erfahren. Jetzt mach aus der Mücke keinen Elefanten. Ich hab dir das Leben gerettet, Harriet, schon vergessen. Das hat damit nichts zu tun. Verlass mein Haus. Harriet. Sofort. Du hättest einfach alles abstreiten sollen. Ach, jetzt bin ich an allem schuld, ja? So war das nun auch wieder nicht gemeint. Sag mal, was glaubst du denn, wird deine Harriet jetzt machen? Das weiß ich nicht. Sie hat mich rausgeschmissen. Das reicht ja wohl erstmal, oder? Weiß sie, wer Bill ist? Nicht von mir. Und Zoe will zurück zu Gordon, weil Gordon alles bereut und Zoe unbedingt zurückhaben will. Egal. Wir ziehen den Plan weiter durch. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Es tut mir wirklich leid wegen deiner Freundin. Ehrlich. Sir Isaac! Es ist angerichtet. Du kannst mich doch jetzt nicht hängen lassen. Danke, dass du gekommen bist. Denkst du, du kannst mir verzeihen? Ich war so ein Idiot. Allerdings. Ich habe nicht das Recht, irgendetwas von dir zu verlangen, aber ich wäre überglücklich, wenn du uns noch eine Chance gibst. Wir haben die letzten Jahre so viel gemeinsam aufgebaut. Wäre es nicht Irrsinn, das alles wegzuwerfen? Bitte sag doch was. Gut. Du kriegst deine zweite Chance. Aber nur unter einer Bedingung. Was du auch willst. Den Spot drehen wir neu. Alles klar? Ich bin stolz auf dich, Held und Ehrenmann. Na komm, Sir Isaac. Ach komm, mehr Jungfrauen gibt's nur in Märchen. Du meinst, manchmal werden Märchen wahr? Na dann komm.
Wie war es in der Karibik? Heiß. Was willst du? Nichts. Ich hab was für dich. Was ist das? Bills Dissertation. Wie kommst du an Bills Dissertation? Ich bin sein Ghostwriter. Eigentlich wollte ich ihn damit auf die Schnauze fliegen lassen und mich an ihm rächen. Und an dir. Und das willst du jetzt nicht mehr? Nein. Denn ich will dich nicht mehr. Das war mal anders. Und Bill ist mir sowas von egal. Weißt du was? Ich wünsche euch sogar, dass ihr glücklich werdet. Wirklich? Ja. Wenn wir ehrlich sind, dann lieben wir uns doch schon lange nicht mehr. Ich wollte es nur nicht wahrhaben. Gekränkte Eitelkeit, wer weiß. Wer wird schon gern verlassen? Ich wünsche dir ein schönes Leben, Rose. Pass gut auf dein Herrchen auf. Mach's gut. Komm, Sir Isaac. Wie sehe ich aus, Sir Isaac? Wenn du meinst. Oh, es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Das war's dann wohl. Ist so süß wie dieser. Danke, das war toll. Vielen Dank, Drehschluss. Ausgezeichnete Wahl, Zoe. Ich gratuliere. Danke. Oh, halt, halt, halt. Ich habe so einen Hunger, schon den ganzen Tag. Das ging mir in den ersten Wochen auch so, mein Herz. Hm? Sie sind schwanger. Und? Also laut Packungsbeilage dauert es 2 bis 5 Minuten, bis ein Ergebnis sichtbar ist. Ich kann nicht schwanger sein. Ich kann nicht schwanger sein. Aber du wolltest doch auch mal Kinder haben. Ja, aber wenn ich jetzt schwanger bin, dann ist das Kind definitiv nicht von Gordon. Ach du meine Güte. Sicher? Ganz sicher. Oh, bitte nicht. Aber sonst ist zwischen Gordon und dir alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung, alles perfekt. Wir haben uns verziehen und verstehen es besser als je zuvor. Was ist mit dir und Mr. Foster? Ach, wir haben uns getrennt wegen unüberbrückbarer Differenzen. Schwanger. Was? Oh Gott, was mache ich denn jetzt bloß? Komm her. Weißt du was? Nimm ihn bitte zurück. Ach so. Er bringt mir wirklich kein Glück. Oh oh. £10 auf die 3. Ich dachte, Ihre Mutter hätte Sie vor Glücksspielen gewarnt. Oh, in meinem Alter sollte man nicht mehr auf seine Mutter hören, oder? Eine sehr gewagte Wette, 1 zu 50. Ist eher unwahrscheinlich, dass Sie gewinnen. Oh, manchmal passieren im Leben die unwahrscheinlichsten Dinge. Ist das so? Mhm. Zoe ist schwanger von Owen. Was, nach der einen nach? Geringe Wahrscheinlichkeit, hohe Trefferquote. Ach. Hallo, Desmond. Lady Harriet. Oh, Mr. Foreman. Und dann noch einen schönen Nachmittag, Madam. Ja, aber Desmond, warum denn so förmlich? Der Eisberg schmilzt. Das sehe ich. Na dann, alles Gute. Bewährung abgelaufen? Mhm. Quid pro quo? Mhm. Was machen wir jetzt mit Zoe und Owen? Machen.
Mailbox. Harriet, hier ist Zoe, wo bleibst du denn? Na, dann später. Sir Isaac! Was machst du denn hier? Beiß doch mal rein. Harriet hat mit dir geredet. Ihr habt mich reingelegt. Zoe, ich wusste einfach nicht wie, aber ich wollte mich die ganze Zeit schon bei dir melden. Hast du aber nicht. Ich war bei dir. Aber dann habe ich dich zusammen mit Gordon gesehen. Wann? Vor ein paar Tagen. Gleich nachdem ich Rose die Doktorarbeit gegeben habe. Mhm. Und was ist denn jetzt mit deiner Rache? Das ist doch unreif und kindisch. Stimmt. Wir Wissenschaftler brauchen manchmal ein bisschen länger, bis wir das Offensichtliche als Realität wahrnehmen. Weißt du eigentlich, was Physik und Sex miteinander gemeinsam haben? Beide können interessante Ergebnisse hervorbringen, aber das ist nicht der Grund, warum wir Spaß daran haben. Ich habe mir deine Vorlesung im Internet angeschaut. Mhm. Deine These zur Quantenmechanik finde ich im Übrigen anfechtbar, Herr Professor. Aha. Anfechtbar. Mhm. Weißt du, was meine neueste These ist? Meine neueste These ist, dass ich mich in dich verliebt habe, Zoe Harding. Wie gesagt, Wissenschaftler brauchen manchmal ein bisschen länger, bis sie das auch... Du liegst trotzdem falsch mit deiner Quantenmechanik. Du solltest Physik studieren. Mhm. Jetzt mal ehrlich. Hast du ihre Arbeit geschrieben? Also wirklich, Zoe würde niemals einen Ghostwriter engagieren. Meine Zoe hat das nicht nötig. Sie ist Jahrgangsbeste. Jetzt weiß ich auch endlich, was Physik mit Sex zu tun hat.